Und ja, unser nächstes Speedrating kommt direkt nämlich aus der Hauptstadt von Berlin. Dort hat er seine Ausbildung zum Digital Artist an der Games Academy gemacht und so auch erste Erfahrung im Game Development gesammelt. Und neben Character Art gehören auch noch Environment Art, UI und Animation zu ihren Aufgabenfeld, also sehr breit gefächert. Und auch seit Februar 2019 arbeitet sie als 2D-Artist, wichtig, im Berliner Indie-Studio Paint Bucket Games. Da erzählt sich aber auch nochmal selber was dazu. Und die arbeiten zusammen an einem historischen Strategiespiel. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere schon mal gehört hat. Das heißt Through the Darkest of Times. Das ist Ende Januar auf Steam erschienen und auch für die Mobile-Gamer unter euch im Mai für Smartphone erhältlich gewesen. Und wie ihr alle wisst, kann ein Spiel ja ohne guten Charakter nicht funktionieren. Wir brauchen alle gute Antagonisten, wir brauchen gute Protagonisten, die müssen gut ausgearbeitet sein. Und dieser Weg von der Idee bis zum fertigen Charakter, was da alles dazugehört, das wird euch jetzt Vivi erzählen. Deswegen großes Poggers bitte in den Chat und herzlich willkommen, Vivi. Hallo, könnt ihr mich gut hören? Wir können dich hören, ja. Sehr, sehr gut. Ja, ich habe euch das Thema von der Idee zum fertigen Charakter mitgebracht heute. Ich bin auch sehr froh, hier sein zu dürfen. Also ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich, dass es alles geklappt hat, trotz Corona. Ja, und ich hoffe, dass wir eine tolle Zeit haben werden heute. Nochmal kurz zu mir. Also Erik hat ja gerade schon ein bisschen was über mich erzählt. Mein Name ist Vivian Maria Köhler. Ihr könnt mich aber gerne Vivi nennen oder Viv. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich bin 23 Jahre alt und in Berlin geboren, aufgewachsen, lebe hier und arbeite hier. Und zwar im Herzen Berlins, Kreuzberg, genauer gesagt im Saftladen. Saftladen klingt jetzt vielleicht ein bisschen witzig. Der Saftladen ist quasi, das ist so ein Indie-Games-Collective in Berlin, eben in Kreuzberg. Und ihr könnt euch das so vorstellen, das ist so ein geschertes Workspace mit vielen kleinen Indie-Studios, wie zum Beispiel Maschinenmensch, Studio Fispeln, die Jungs, die an Lonely Mountains Downhill gearbeitet haben, Tiny Crocodile Studios und noch kleinere Entwickler wie Jörg Reisig, Luca und Simon, die an einem VR-Game arbeiten, aber auch Stefan Hübbelbrings, der Macher von Death Trash und noch viele mehr. Also solltet ihr auf alle Fälle mal abchecken. Und ich arbeite eben bei Paint Bucket Games und zwar habe an dem Spiel Through the Darkest of Times mitgewirkt. Ja. Und über Through the Darkest of Times werde ich tatsächlich auch im ersten Teil meiner Präsentation so ein bisschen quatschen, einfach weil das mein allererstes Spiel war, an dem ich hier gearbeitet habe und somit auch mein Einstieg in die Spielebranche. Ich werde euch das Spiel erstmal kurz ein bisschen näher bringen. Was sind das für Charaktere, die dort vorkommen? Wurde ja auch schon gesagt, ich bin eigentlich so eher so ein 2D-Generalist für dieses Spiel gewesen, aber ich werde mich in diesem Vortrag halt komplett auf Charaktere stürzen. Und auch, wie die Charaktere entstanden sind. Ich habe halt so ein Beispiel mitgebracht und würde euch das dann auch mal zeigen. Dann würde ich ein bisschen auf die Basics von Character Design eingehen. Und da ich auch im Privaten gerne Charaktere designe, also eher menschliche Charaktere als jetzt tierische oder andere, werde ich auch darauf eingehen und meine persönlichen Empfehlungen euch näher bringen. Ja, und ganz zum Schluss ein bündiges, kurzes Schlusswort. Ja, Through the Darkest of Times. Fangen wir einfach mal an. Through the Darkest of Times ist ein historisches Strategiespiel, in welchem man eine Widerstandsgruppe spielt. Und zwar in Berlin, in der Zeit des Dritten Reiches. Und man spielt von 1933 bis 1945. Das Ziel des Spiels ist es, diese Zeit zu überleben und als Widerstandsgruppe zu überstehen. Also sprich, sich nicht vorher irgendwie zu trennen oder sonstiges oder eben drauf zu gehen und ja, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, sie zu retten und sie aufzuklären. Ihr seht ja jetzt schon mal so einen Screenshot von dem Game. Das ist die Karte von Berlin. Hier findet halt der größte Teil des Spiels statt. Und ihr seht unten die fünf Charaktere, fünf Büsten, ist deine Widerstandsgruppe, deine Widerstandskämpfer. Und die Figur ganz links, das bist quasi du, der Anführer. Und deine Aufgabe ist es eben, auf der Karte von Berlin Missionen zu planen und diese auszuführen. Die Charaktere, mit denen du spielst, das Besondere an denen ist, dass sie allesamt prozedural generiert sind. Heißt, mit jedem Playthrough sind andere Charaktere da. Also sprich, sie sehen dann anders aus, haben andere Stats, andere Glaubensrichtungen
und so weiter und so fort. Ihr seht hier jetzt auch mal so ein Hauptquartier, ihr seht die jetzt auch ein bisschen größer, ne? Die Charaktere sind alle so angelegt, dass sie halt auf diese Körper passen. Also sprich, die Körper sind in dieser Szene schon festgegeben, nur die Charaktere, die Büsten, die Köpfe, die werden halt immer ausgewürfelt und neu generiert mit jedem Spielverlauf. Und ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, Vorsicht, es ist ein bisschen unordentlich, aber so sehen halt die ganzen Assets aus. Wir haben die halt alle in einem PSD-File erstellt und dann alle einzeln als Ebenen rausexportiert und in Unity reingeladen. Die haben alle die gleiche Maße, sprich die Augen beispielsweise, die hängen halt zum Teil einfach nur in der Mitte so rum, wie ihr sehen könnt. Und das hat den Grund, dass wir einfach, dass wir das dann in Unity selbst nicht alles zusammenschieben und zusammenbasteln müssen, dass es halt ein genaues Ergebnis ergibt. Deinen Anführercharakter, den kannst du auch selber auswürfeln ganz am Anfang und kannst du dann anpassen. Also sprich, du hast halt dort diesen Würfel und klickst so lange auf den Würfel, bis ein Charakter ausgeschüttet wird, der dir gefällt, beispielsweise Eva Griese. Und dann kannst du deinen Charakter anpassen nach deinen eigenen Vorstellungen. Also sprich, Frisur verändern, die Nase verändern, den Mund verändern, wie du gerne magst. Ihr seht halt auch schon, es gibt auch dunkelhäutige Charaktere in dem Spiel. Und diese Charaktere werden eher selten ausgewürfelt. Aber wenn du so einen Charakter spielst, also einen dunkelhäutigen Charakter spielst, dann wirst du im Laufe des Spiels auch Ablehnung und Diskriminierung erfahren. Und das hat definitiv einen Einfluss. Also deine Hautfarbe in dem Game hat Einfluss auf den Spielverlauf, zumindest in dem Sinne, wie die Leute auf dich reagieren. Wir haben halt, unser Ziel war es halt, vielfältige Charaktere zu erstellen. Sprich, wenn du halt, dass deine Charaktere einfach, verschieden sind. Also, dass du halt nicht immer nur die gleichen Charaktere spielst und die gleichen Konversationen führst und so weiter. Zum Beispiel in dieser Hauptquartierszene führst du eben auch solche Gespräche mit deinen Mitgliedern. Und die haben dann natürlich auch individuelle Probleme. Und deine Charaktere, die sind allesamt, die haben verschiedene Alter, Berufe. Die können zum Beispiel Lehrer sein, die können aber auch arbeitslos sein oder Zahnarzt. Die haben verschiedene politische Gesinnungen, wie zum Beispiel Monarchist, Sozialdemokrat und. Und dann auch Dinge, die so im Hintergrund ablaufen. Also sprich Alter, Beruf und politische Gesinnung siehst du halt in den Sets. Aber dann passieren auch Dinge im Hintergrund, wie zum Beispiel der Familienstand. Charaktere können heiraten. Charaktere können Kinder bekommen. Charaktere können aber auch homosexuell sein. Aber das weißt du alles am Anfang nicht. Ja, das sind so ist so der eine Teil von den Charakteren. Dann haben wir aber noch in dem Spiel historische Events, so nennen wir sie zumindest, wie zum Beispiel hier die Bücherverbrennung von 1933. Und da kommen auch nochmal Charaktere vor, die eigens für diese Events designt wurden. Und zwar größtenteils von mir tatsächlich, größtenteils, ja. Sorry, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Und diese Charaktere basieren ab und an auf wahre Persönlichkeiten, wie zum Beispiel in diesem Fall Erich Kästner. Erich Kästner war nämlich tatsächlich auch bei der Bücherverbrennung 1933 in Berlin dabei und mit ihm kann man ein Gespräch führen. Einfach mit ihm die Lage ein bisschen besprechen und Kontakt aufbauen. Dann gibt es allerdings auch frei erfundene Charaktere, die nicht wirklich existiert haben, aber theoretisch existiert haben könnten. Hier sind auch nochmal so ein paar Screenshots davon. Es sollen halt normale Menschen darstellen. Es sollen keine Helden sein, genauso wie deine Widerstandskämpfer. Es sollen einfach keine Helden sein, sondern Charaktere, die wirklich, die man sich in der damaligen Zeit hätte vorstellen können. Das sind manche Charaktere, die man in den historischen Events trifft man nur einmalig. Manche allerdings trifft man noch öfter über Jahre hinweg, wie zum Beispiel unten links die Frau mit dem kleinen Kind. Die trifft man zum Beispiel Jahre später nochmal und da hat die Frau selbst ein paar Falten bekommen und das Kind ist natürlich älter geworden. Als ich angefangen habe, die Charaktere zu designen, hatte ich tatsächlich auch so
Problem, dass ich meinen eigenen Stil zu sehr in die Charaktere eingebaut habe. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang des Projekts immer sehr große Ohren gezeichnet und habe das selbst nicht gesehen und realisiert. Das sieht man auch bei manchen Charakteren noch. Ich habe das aber auch noch, ich habe das größtenteils bei den Charakteren dann noch so ausgemerzt. Aber das war schon zum Beispiel so eine Sache, wo ich mir, wo einfach, ich habe gerade leider, warte mal, 1, 2, 3. Große Ohren waren ein Problem, musste ich ausmerzen. Dann hatten wir mal ein Feedback bekommen, dass weibliche Charaktere von männlichen Charakteren nicht sonderlich zu unterscheiden waren. Weil sie ähnliche Münder hatten, das sind ja halt neuere Versionen. In alten Versionen hatten die halt alle so einen Strich als Mund und daher war es schwierig, die Gesichter voneinander zu unterscheiden. Unsere Lösung war es dann einfach, männliche Charaktere eben diesen Strich dazulassen als Mund und weiblichen Charakteren Lippenstift zu geben. Und von daher war das dann für uns eine gute, simple Möglichkeit, die weiblichen Charaktere von männlichen Charakteren zu unterscheiden. Und dann gibt es allerdings auch Charaktere, die ebenso frei erfunden sind, aber Berufe der damaligen Zeit ausgeübt haben, wie zum Beispiel Aufseherin. Das ist hier zum Beispiel Hildegard, die ist so eine Aufseherin. Und euch ist es vielleicht schon aufgefallen, dass einige Charaktere Augen haben, manche wiederum nicht. Hildegard zum Beispiel hat keine Augen. Und das ist bei uns so ein Indikator dafür, dass ein Charakter, der keine Augen hat, Nazi ist. Wie habe ich denn eigentlich die Charaktere designt in dem Game? Alles hat halt angefangen mit Inspiration und Referenzen natürlich, super wichtig. Wir wollten halt einen Artstyle erschaffen, der von den Nazis nicht gemocht werden würde. Wir haben uns daher an entartete Kunst orientiert, zum Beispiel Käthe Kollwitz oder auch Holzschnitt, Puppen, auch Bildnisse oder auch Fotografie von Menschen, normalen Menschen in Graustufen von August Sander. Und alles hat angefangen mit der Idee. Ich bin ja erst relativ spät zu dem Projekt dazugestoßen, von daher gab es schon relativ viele Texte und die konnte ich mir dann zum Beispiel einfach in Unity anschauen und mir durchlesen, konnte mir dann Notizen machen und mir aufschreiben, was für Charaktere vorkommen, welche Eigenschaften diese Charaktere haben und mir dementsprechend so ein kleines Glossar machen, was ich alles brauche, was ich für diese Szenen erstellen muss. Weil die meisten Szenen, die waren halt einfach noch nicht illustriert und waren nur so als Szenen gegeben mit dem Text und brauchten eben die Charaktere und Hintergründe und so weiter. Manchmal gab es dann aber auch den Fall, dass ich Steckbriefe bekommen habe von dem Game Designer und Writer Jörg Friedrich. Der hat mir dann Fotos gegeben und mir gesagt, wie er sich den Charakter vorstellt. Wenn ich zum Beispiel mir den Text durchgelesen habe und nicht wirklich wusste, was für ein Charakter das jetzt sein soll, wie der Charakter aussehen soll, habe ich Jörg auch einfach mal gefragt. Der saß halt zum Glück die ganze Zeit neben mir. Ich konnte mich einfach zu ihm drehen und ihn fragen, so, hey Jörg, wie hast du dir denn den Charakter vorgestellt? Soll der eher alt sein? Soll der eher jung sein? Groß, klein und so weiter und so fort. Ich habe jetzt mal als Beispiel einfach Maria mitgebracht, die 46 und eine Rumänin. Und ich habe dann meistens angefangen mit der Skizze. Man stellt sich halt immer vor, wenn man einen Charakter anfängt zu designen, so habe ich mir das tatsächlich auch immer vorher vorgestellt, dass man mehrere Skizzen zum Anfang macht. Das habe ich ganz am Anfang des Projekts, als ich dazugestoßen bin, auch gemacht. Sprich, ich habe 3 unterschiedliche Skizzen von einem Charakter gemacht, habe mich dann zum Artlead gewendet und ihn gefragt, hey, ist das so richtig? Stellst du dir welche Skizze gefällt dir denn am besten zu dem Charakter? Sollen wir da vielleicht noch was umändern und so weiter und so fort? Aber im Laufe der Zeit habe ich auch tatsächlich so ein bisschen, ich hab mich halt einfach ein bisschen mit eingefunden in dieses Projekt und auch in dem Artstyle und was man von mir erwartet, was in dem Spiel vorkommen soll und habe dann einfach drauf losgeziert. Weil die Sache ist nämlich, wenn ich nämlich jeden einzelnen Charakter mehrmals skizziert hätte, verschiedene Skizzen gemacht hätte, wäre das, glaube ich, ich wäre wahrscheinlich heute noch nicht fertig. Und zwar, ich habe nämlich mal so einen kleinen Unity-Screenshot gemacht. Das sind nämlich alle Charaktere, die vorkommen. Die ersten Charaktere sind nicht von mir, also die ganz am Anfang, die man kaum erkennen kann. Aber den Rest habe ich halt komplett gemacht. Und wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich heute noch nicht fertig mit allem, wenn ich für jeden Charakter so viel Zeit aufgebracht hätte.
war einfach, den Charakter zu kolorieren. Und anschließend habe ich den Charakter auseinandergeschnippelt, um einfach dieses Puppenartige zu behalten und auch um den Charakter auf den Import in Unity vorzubereiten. So sah der dann in Unity aus. Und zwar hatten wir halt einen Rig. Wir haben ja die Charaktere auch teilweise animiert. Wir hatten dann einen Rig gegeben und ich habe dann einfach die Körperteile so an das Rig gelegt, dass ich den Charakter später gut animieren kann. Und so sah das dann später in der Szene aus. Die Pose ist halt auch schon ein bisschen verändert worden. Genau. Ich wollte, also was mir persönlich ganz wichtig war, war auch eine gewisse Diversität im Look zu erschaffen. Sprich, den Charakteren verschiedene Körperformen und Größen zu geben. Dass nicht alle wirklich die gleiche Größe haben, sondern einer mal kleiner ist, ein bisschen dicker, der andere ist groß und schlank, der andere wiederum ist stark und kräftig. Dann natürlich auch verschiedene Kleidungen und Frisuren und Kopfbedeckungen. Das war besonders wichtig für diese Büsten ganz am Anfang, was ich euch gezeigt habe, für das Hauptquartier und die Berlin-Map. Einfach, dass man den Charakter, den man gerade spielen möchte, sofort erkennt anhand der Frisur, anhand des Hutes. Und natürlich auch Merkmale wie Sommersprossen, Ohrringe, Bärte und das Gesicht. Bei dem Gesicht war ich auch sehr pingelig tatsächlich. Der Stil ist ja an sich relativ reduziert und man kann, also ich hatte anfangs ein bisschen Angst, dass ich nicht so viel damit machen kann, aber im Endeffekt kann man das schon. Und zwar habe ich einfach mit verschiedenen Shapes von Gesichtern gearbeitet. Zum Beispiel herzförmiges Gesicht und Sommersprossen hier in dem Fall und rundes Gesicht. Aber so ein rundes Gesicht muss halt nicht immer gleich aussehen, ne? Also es kann halt auch ein bisschen Varianzen haben und die Proportionen innerhalb des Gesichtes können sich auch verändern. Genauso wie so ein Squareface, hier ist wieder Hildegard, die hat halt sehr markante Wangenknochen und ein sehr kantiges Gesicht. Bei ihr war es auch so geplant, dass sie so ein buschikoser Charakter ist, eher so diszipliniert wirkt und sehr, ja, schon so ein bisschen hochnäsig und diamond-shaped, aber es gibt auch noch ganz viele andere Shapes in-game, also Dreiecks-Shapes, ovale Gesichter und so weiter und so fort. Und ich habe mir tatsächlich auch die Regel gemacht, damit alle Charaktere, die zwar anders aussehen, trotzdem so aussehen, als würden sie zu demselben Spiel gehören, habe ich mir die Regel gemacht, zum Beispiel so einen weißen Rand zu machen oder die Linien mit der gleichen Linienstärke zu erstellen, die gleiche Schattierung, die runden Augen und so weiter. Ja, dann kommen wir mal zu den Basics von Character Design und entfernen uns quasi wieder von Through the Darkest of Times. Und zwar, was macht denn eigentlich ein gutes Character Design aus? Gutes Character Design ist ja an sich eher subjektiv und variiert von Person zu Person und von Welt zu Welt. Also sprich, was dir gefällt, könnte mir wiederum wieder nicht gefallen. Also es ist halt Geschmackssache oft, ne? Characters können natürlich auch detailliert sein, können aber auch weniger detailliert sein. Das macht sie aber nicht gleichzeitig gut oder schlecht. Also sprich, wenn der Charakter besonders detailliert ist, heißt es nicht, dass der Charakter automatisch gut ist. Genauso wie wenn ein Charakter wenige Details hat, macht es ihn nicht automatisch schlecht. Zum Beispiel Pac-Man ist ja einfach nur so ein Kreis mit so einer Tortenkerbe und den erkennt man halt immer, ne? Ansonsten ist halt eine klare Silhouette sehr wichtig für ein gutes Charakterdesign. Sprich, wenn man den Charakter, den man erstellt hat, komplett auf schwarz stellt, dass man den Charakter trotz allem erkennt. Genauso wie eine gute Farbpalette. Darüber werde ich tatsächlich nicht so viel reden in diesem Vortrag, weil einfach die Zeit nicht so reicht. Aber ich habe ein Google-Dokument aufgesetzt, wo ich so ein paar Links reingeschmissen habe. Also falls euch das interessiert. Und ansonsten können wir dann eventuell auch später in Discord darüber reden. Farbpalette an sich bedeutet halt nicht so viele Farben, nicht so viele grelle Farben. Farben gewählt. Aussuchen. Und natürlich auch Überzeichnungen, also sprich ein dicker Bauch, ein paar Übertreibungen einbauen, einen Mantel, der Falten wirft und so weiter und ein bisschen nach außen geht. Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel für ein schlechtes Charakterdesign. Das ist jetzt nicht irgendwie von irgendeinem Künstler geklaut, sondern das ist von dem YouTube-Channel Bam Animations ein bewusst schlecht erstelltes Design. Deswegen habe ich das hier auch rausgenommen. Hier sieht man halt ganz gut, man weiß nicht wirklich, wo man hinschauen soll. So. Und zu viele Formen, zu viele Farben. Es ist einfach nur Wirrwarr.
im Gegensatz dazu ein gutes Charakterdesign, der gute alte Homer Simpson, eine klare Silhouette, gute Farbauswahl, also sprich, das, bei ihm, er hat halt wirklich nur diese, ja, 3 bis 4 Farben, gelb, weiß, blau, seine dunklen Schuhe, ja, okay, 5 Farben, dann noch seine Mundpartie und das war's bei ihm. Also man kann ihn halt auch in jegliche Stils übersetzen und man erkennt ihn trotz allem, man weiß, das ist Homer Simpson, einfach wegen dieser Farbpalette. Und natürlich ist er auch ein gutes Beispiel für eine Überzeichnung. Er hat halt diesen dicken Bauch und das suggeriert halt auch, dass er ein fauler Charakter ist, gerne Donuts isst, wie er das gerne eben tut. Aber sowas kann auch zum Beispiel Muskeln sein im Gegensatz dazu. Große Muskeln zeigt dann, es ist auch ein starker Charakter, der vielleicht im Bodybuilding engagiert ist. Ja, hier nochmal Homer, der besteht halt hauptsächlich aus runden Formen, runden Shapes und Zylindern. Es funktioniert halt auch einfach super gut bei ihm. Und ja, dann kommen wir auch schon zu Shapes an sich. Weil Shapes sind ziemlich wichtig, um einen Charakter zu vermitteln. Und Shapes kommunizieren tatsächlich bei dem Betrachter bestimmte Gefühle, lösen bestimmte Gefühle unterbewusst aus. Wie zum Beispiel so quadratisches Shape zeugt halt eher so von Stärke und Männlichkeit, kann aber auch Dummheit repräsentieren. Oder Langeweile, Beständigkeit, Wut, aber auch Sturheit, wie zum Beispiel bei dem Opa von oben. Der hat halt dieses quadratische Gesicht und wirkt sehr grimmig. Nicht nur wegen des Blickes, aber es passt halt einfach super gut zu ihm. Weibliche Charaktere, die quadratische Shapes haben, wie zum Beispiel so ein quadratisches Gesicht, können auch sehr stark wirken und diszipliniert und unabhängig, ne? Ein gutes Beispiel für einen Square-Shaped-Character ist zum Beispiel Wolf von Wreck-It Ralph. Er ist halt groß und stark und hat diese quadratische Form. Selbst seine Hände und seine Füße sind komplett quadratisch, genauso wie seine Unterarme. Er hat halt diese riesigen, zerstörerischen Hände und man weiß sofort, okay, mit denen macht er auch was. Das ist halt auch wieder ein gutes Beispiel für eine Übertreibung. Gleichzeitig hat er aber auch dieses runde Gesicht, diese runde Nase und das wiederum ist halt ein Indikator dafür, dass er sicherlich auch irgendwie seine weiche Seite hat, denn runde Shapes, die sind halt eher positiv und freundlich, die strahlen generell Weiblichkeit aus und sind irgendwie süß und soft. Die lösen in einem friedliche Gedanken aus und Sicherheit auch irgendwo. Runde Shapes werden hauptsächlich unter anderem für Charaktere verwendet, die man einfach mögen soll. Der Zuschauer sieht den Charakter mit einem runden Gesicht und denkt sich so, ach ja, der ist süß. Kann aber auch zum Beispiel für mystische Charaktere benutzt werden. Gutes Beispiel, Russell, wieder von oben, will man einfach in die Wange kneifen, in die runde Wange. Und der Löwe hier, auch runde Shapes. Und obwohl Löwen ja eigentlich gefährlich sind, ist der halt irgendwie süß. Also es hat halt einfach was, ne? Zumindest stellt es was bei mir an, den Charakter nicht als so gefährlich einzuschätzen. Ja, und last but not least, Triangle Shape ist eher so bedrohlich und streng, ist weder maskulin noch weiblich und löst in der Regel ein Unwohlsein bei dem Betrachter aus. Durch die Spitze und die scharfen Kanten, und wird halt oft bei Schurken verwendet und Charakteren, die nicht so dem Ideal der Welt, in der sie leben, entsprechen. Ein gutes Beispiel, Maleficent von Dornröschen, hat diese Hörner, hat diesen Umhang mit den spitzen Enden, hat auch spitze, lange Finger und das spitze Gesicht. Aber auch zum Beispiel der Drache, genau das Gleiche, spitze Hörner, spitze Zähne, wo wirkt einfach bedrohlich auf einen, will man vielleicht nicht unbedingt streicheln, ich weiß nicht so wie diesen Löwen. Aber auch Jafar von Aladdin ist ein ganz gutes Beispiel. Bei ihm ist es halt so ein bisschen reduzierter. Er hat aber dafür dieses gewaltige Schulterpolster, welches einfach diese Dreiecksform zeigt. Und dadurch, zumindest war das bei mir so, als ich Aladdin zum ersten Mal als Kind gesehen habe, war der mir halt einfach nicht ganz koscher. Aber ein Dreiecks-Shape kann auch Agilität und Aufgewecktheit suggerieren, zeigen, auslösen. Also kann auch Charaktere verwendet werden, die eben viel in Bewegung sind und trotzdem freundlich, also nicht bedrohlich sind, wie zum Beispiel Phineas.
Die meisten Charaktere sind allerdings eine Mischung aus mehreren Shapes. Bei Phineas ist es jetzt zum Beispiel so, dass er aus Zylindern, runden Shapes und in diesem Dreieck besteht. Ja, und so ist es bei den meisten Charakteren einfach der Fall. Die sind einfach komplexer. Ja, wenn man viele Charaktere erstellen möchte für ein Spiel oder eine Serie oder was weiß ich, dann will man ja, erstellt man quasi ein Cast. Diese Charaktere sind quasi die Schauspieler deines Spiels, jetzt als Beispiel. Und die Charaktere sollten im besten Fall alle verschieden aussehen, müssen aber trotzdem so aussehen, als würden sie alle zur gleichen Welt gehören, trotz der unterschiedlichen Shapes, die sie haben. Zudem sollte jeder Charakter individuell sein. Man erkennt halt diese, wenn man, wie gesagt, die Charaktere alle auf schwarz stellt, sollte man die Silhouetten erkennen können, also anhand der Silhouetten erkennen können, welcher Charakter sich da gerade hinter verbirgt. Wenn man zum Beispiel Zwillinge hat als Charaktere, dann ist es natürlich most likely, dass sie gleich aussehen, aber da kann man zum Beispiel das Detail auf einbauen, dass der eine Twin einen Zopf auf der rechten Seite hat, der andere Twin einen Zopf auf der linken Seite, oder Twin A hat lockige Haare, Twin B hat glatte Haare, einfach um beide so ein bisschen voneinander unterschiedlich zu machen. Was ich auch noch prizen kann, ich habe tatsächlich auch ein Meme eingebaut, zwar nicht so viele, aber das ist so das einzige Meme, was ich drin habe, oder eins von zwei, ist Fotoreferenzen zu benutzen. Das kann ich nur preachen, ist halt einfach, ja, haben schon die großen Meister gemacht, machen die Leute bei Disney, machen professionelle Artists auch heute noch, und das kann ich jedem einfach nur nahelegen. Ja, dann komme ich auch schon zu meinen Methoden und Empfehlungen. Wie gesagt, ich mache auch gerne Charaktere, eher menschliche Charaktere in meiner Freizeit. Und ich stelle mir erstmal so ein paar Fragen. Und zwar, wer ist mein Charakter beispielsweise? Oder in welcher Welt lebt mein Charakter? Welche Bestimmung oder Berufung hat mein Charakter? Wenn mein Charakter zum Beispiel in einer apokalyptischen Welt lebt, kann er ja schlecht irgendwie Kassierer oder sowas sein. Oder vielleicht war er irgendwann mal Kassierer und ist dementsprechend auch so designt, dass er verranzte Kassiererkleidung trägt oder sonstiges. Welche anderen Charaktere kennt mein Charakter? Was mag mein Charakter, was mag mein Charakter nicht? Das geht halt immer weiter. Ich stelle mir halt immer wieder weiter Fragen. Welche Vorlieben hat mein Charakter? Was macht mein Charakter in seiner Freizeit? Welche Defizite hat mein Charakter? Hat mein Charakter vielleicht O-Beine? Hat mein Charakter Probleme mit der Haut? Oder lispelt mein Charakter? Oder sonstiges. Da mache ich mir halt immer Gedanken drum. Und dann gibt es auch so Do's und Don'ts, die ich mir selber auch stelle und die ich halt auch jedem nahelegen kann. Zum Beispiel, was halt wichtig ist, um Charakter zu erstellen und auch einfach generell daran zu gehen, ist, sich erstmal hinzusetzen, Ideen zu sammeln, die alle zusammenzutragen, entweder in so einem Skizzenbuch oder Notizbuch, kann man aber auch natürlich im Internet machen oder auf dem Computer, Trello benutzen, Pinterest benutzen, einfach Ideen sammeln und recherchieren. Ich habe zum Beispiel einen Charakter, der Anwalt ist, und ich bin selber keine Anwältin, ich kenne mich damit auch nicht aus, aber ich habe vorher recherchiert, okay, was macht denn ein Anwalt überhaupt? Und dementsprechend, welche Leute könnte mein Charakter dadurch kennen? Durch den Beruf Anwalt. Dann überlege ich mir auch eine Farbpalette. Was für Farben trägt mein Charakter? Hier kann man natürlich auch variieren, weil jetzt zum Beispiel ein menschlicher Charakter kann natürlich einen guten Stil haben, aber auch einen schlechten Stil. Aber wenn man jetzt für einen Game einen Charakter erstellt, sollte das schon so ein bisschen geregelt sein. Wie gesagt, im Google-Dokument sind halt einige Beispiele. Und dann passe ich in der Regel auch das Design an den Hintergrund meines Charakters an der Story. Wie beispielsweise eben dieser Kassierer im apokalyptischen Setting. Was ich halt in der Regel nicht mache, ist einfach drauf loszudesignen, obwohl das manchmal auch gar nicht mal so schlecht ist. Einfach, wenn man eine Idee hat, in der Bahn beispielsweise das Skizzenbuch rauszuholen und einfach mal irgendwas niederzuscribbeln. Aber dieses Scribble benutze ich dann nicht als Hauptdesign, sondern wenn mir das gut gefällt, dann recherchiere ich danach dann und sammle danach Ideen und bessere diese Skizze auf oder werfe die dann am Ende sogar vielleicht weg und mach was komplett anderes.
dann eben viele Farben, viele Formen, wie wir das halt schon besprochen haben, und überflüssige Details und Dinge, die einfach irgendwie nicht so Sinn machen. Ich denke halt immer so ein bisschen an asiatische MMORPG-Spiele, wo die Damen meist sehr leicht bekleidet sind und trotzdem voll unterwegs mit Kämpfen und Rennen und so weiter, wo ich mir denke so, ja, kann man machen, aber ist doch eher so Eye-Candy, will man glaube ich nicht so. Also ich weiß nicht, ich fühl mich da immer ein bisschen komisch, wenn ich sowas sehe, weil es für mich einfach keinen Sinn macht. Und ich bin da glaube ich vielleicht auch einfach zu pingelig, aber manchen Leuten gefällt es, manchen nicht. Ja, und dann komme ich zu dem Empfehlungspart, beziehungsweise will ich erstmal kurz sagen, was ich so für Software und Hardware benutze. Ich habe natürlich einen leistungsfähigen PC, an dem ich arbeite, benutze Photoshop hauptsächlich. Es gibt aber auch Clip Studio Paint als Alternative. Und zwar ist ja bei Photoshop so ein bisschen das Problem, dass es ja schon ein bisschen kostet, was auch gerechtfertigt ist irgendwo, aber ja, kann sich halt nicht jede Person leisten. Und Clip Studio Paint ist für Illustratoren und Character Designer, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Ich habe letztens mal nachgeschaut. Momentan kostet das Programm 45 Euro beziehungsweise $50 und ist auch ganz gut. Also kann man schon machen. Es gibt allerdings noch weitere Programme, die ich jetzt aber nicht unbedingt für die Spieleproduktion empfehlen würde, wie zum Beispiel Paint to Sci. Habe ich früher ganz zum Anfang mal benutzt und auch in meinem ersten Semester an der Games Academy, weil ich mich vehement gegen Photoshop gewehrt hatte. Aber Photoshop ist halt einfach viel, viel besser als ein Programm wie Paint to Sci. Dann gibt es halt auch noch Procreate. Ich habe mit Procreate aber nicht so viel Erfahrung und ich glaube, es ist eher was für Illustratoren und um einfach mal nebenbei ein paar Scribble zu machen, als da irgendwelche Assets für Games zu produzieren. Ansonsten benutze ich ein Wacom-Tablet. Also, ich kann es mal kurz zeigen. So das hier, das ist so ein Display-Tablet. Und ich bin auch sehr froh, dass ich es habe. Es ist sehr, sehr cool, damit zu arbeiten. Wacom ist ja auch eher Marktführer, was Grafik-Tablets angeht und auch regelrecht, also dementsprechend so ein bisschen teurer. Ich habe aber auf Amazon mal nachgeschaut und so Marken wie XP Pen und Garmon haben auch recht gute Rezensionen bekommen und bieten auch Display-Tablets an für weitaus weniger Geld als Wacom. Also wenn man da mal schauen möchte und sich so ein bisschen upgraden möchte. Ich finde halt, ein Grafik-Tablet ist total essentiell für einen Artist, für einen Digital-Artist zumindest. Ansonsten kann ich noch Brushes empfehlen. Und zwar, ich benutze halt momentan wirklich nur die Photoshop-Brushes, also die Standard-Dinger, und Maglevs-Brushes. Maglevs-Brushes habe ich damals auf CubeBrush gekauft für $5 oder so. Und ich liebe die. Die geben halt der Zeichnung so einen sketchy Look, so traditionell, als würdest du auf Papier zeichnen. Und ich benutze die ständig. Also für mich persönlich die besten $5, die ich je irgendwie investiert habe. Kann ich nur empfehlen. Habe ich auch verlinkt. Ansonsten kann ich jedem empfehlen, sich so seine Kollektion an Brushes zusammenzustellen nach eigenen Bedürfnissen. Entweder man macht diese Brushes selber oder man geht eben auf Internetseiten wie CubeBrush und Co. und schaut da mal so rum. Vielleicht sind da irgendwelche Brushes dabei, die einem gefallen könnten. Es gibt aber auch auf DeviantArt Leute, die Brushes kostenlos anbieten. Da muss man einfach sich ein bisschen schlau machen und gucken, recherchieren. Dann habe ich noch ein paar Buchempfehlungen, die ich persönlich essentiell finde für Artists. Zum Beispiel The Animator Survival Kit von Richard Williams. Da wird einem, also es ist ein ziemlich dickes Buch und ziemlich schwer. Und da hast du halt wirklich Schritt für Schritt eine Anleitung, wie erstellst du einen Walk-Cycle für einen Charakter. Und hast dann wirklich jedes Frame abgebildet und das ist halt echt ein gutes Buch, muss man definitiv mal reinschauen. Dann noch Framed Ink von Markus Mathieu Mestre. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Auch ein ganz wunderbares Buch über Komposition und Storyboarding. Der Künstler ist auch immens talentiert. Habe ich auch alles verlinkt in dem Google-Dokument. Ist einfach top-notch. Ich liebe dieses Buch. Genauso wie Color and Light von James Gurney. Der hat unter anderem auch an Dinotopia gearbeitet. Dieses Buch ist auch gefüllt mit wundervollen, wirklich richtig schönen Artworks, die sehr inspirierend sind. Und er erklärt dort einfach, wie Farbe und Licht wirkt, wie man am besten malt anhand von realistischen
ja, realistischen Zeichnungen. Also Realismus spricht er dort an, solche Dinge. Ist vielleicht sogar interessant für Level-Designer, könnte ich mir vorstellen. Also Leute, die auch mit Licht arbeiten in Leveln. Weiß nicht genau. Ansonsten, ich würde auch mal was kurz in die Kamera halten. Und zwar habe ich mir letztens so Bücher von 21 Draw geholt, gekauft. Da geht es halt um Character Design und Illustration allgemein. Und es ist ein schwedisches Unternehmen. Und die bieten unter anderem auch Kurse an, wo große Artists, wie zum Beispiel Loic, eben zeigen, wie sie designen und arbeiten. Und dann gibt es auch noch Character Design Quarterly. Das ist halt so ein kleines Magazin, welches einmal alle, also vierteljährlich rauskommt, erscheint, wo dann auch verschiedenste Artists ja so kleine Berichte schreiben, Kolumnen und zeigen anhand von Beispielen, wie sie an bestimmten Charakteren rangehen und was für Entscheidungen sie treffen, wie sie die treffen, wie sie Farben nutzen und so weiter. Dann habe ich noch ein paar Channel-Empfehlungen, einfach YouTube-Channels, die ich mir ganz gerne anschaue nebenbei. Zum Beispiel Poco, der führt oft Interviews mit Artists aus der Branche und hat unter anderem auch einen kleinen Podcast und erklärt manchmal auch anhand von Beispielen, wie man zum Beispiel Beine zeichnet, worauf man so achten muss, wenn man zeichnet. Dann noch BAM Animation, Naked Cherry Art. Naked Cherry Art ist eher so ein Eye-Candy-Ding, was ich persönlich total cool finde. Also Cherry postet jetzt nicht unbedingt Tutorial-Videos oder sowas auf ihrem Channel, sondern wirklich Animationsfilme, kleinere Animationsfilme. Zum Beispiel hat sie so ein kleines Musikvideo von Ariana Grande's Thank You Next gemacht und es ist einfach nur wunderschön, das muss man sich unbedingt mal anschauen. Und Jazza. Und dann gucke ich mir auch gerne von BuzzFeed das Draw-Off an. Also es gibt halt so eine Playlist von BuzzFeed, Draw-Off, da sind halt mehrere Artists, Cartoon-Artists, die zeichnen dann zum Beispiel Charaktere von Avatar, Herr der Elemente und machen kleine Challenges und so weiter. Und das ist ziemlich witzig und ziemlich cool. Das gucke ich auch total gerne nebenbei und ist auch recht inspirierend. Ansonsten, was ich noch empfehlen kann, ist Crookes Café. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch wieder richtig ausgesprochen. Das ist tatsächlich kein Channel auf YouTube, sondern auf Vimeo. Und das hat auch einen Grund, und zwar Nudity. Also nackte Menschen sind dort zu sehen. Und zwar ist es ein Channel, der sich komplett auf Gesture Drawing spezialisiert hat. Heißt, da gibt es halt einfach Models, die posen für dich und du kannst sie dann quasi abzeichnen. Und das ist echt cool. Es läuft dann auch eine Zeit ab und du musst dann quasi schnell arbeiten. Das ist schon, muss man sich auch mal anschauen. Wenn man vor allem Anatomie und Gestik üben möchte, ist das echt eine gute Sache, wenn man jetzt so nicht in der Lage ist, zu irgendwelchen Live-Drawing-Sessions zu gehen. Dann natürlich auch Pinterest und andere Seiten, wo man einfach Bilder zusammensammeln kann. Pinterest, für die es nicht kennen, Pinterest ist so eine, ja, Zusammensammlung von ganz vielen Bildern und du kannst dir quasi alle in Ordnern abspeichern, im Internet und musst das halt nicht alles lokal auf deinem PC ziehen. Und du bekommst dann immer dementsprechend, was du so abgespeichert hast, bekommst du dann neue Vorschläge, ähnliche Vorschläge und das ist schon ganz cool. Vor allem, weil du da teilweise Dinge siehst, die du, wo du einfach nicht auf die Idee gekommen bist, dass es sowas gibt, so zum Beispiel Kleidungsstücke und so weiter, so zum Beispiel so Modefotos und so weiter. Ja, ansonsten Trello, Wiki oder ähnliches, um einfach deine Ideen so ein bisschen ja, zusammenzufassen oder eben, wenn man sehr organisiert ist, ein Notebook. Dann TubeBrush, 21 Draw, was ich eben schon gezeigt habe, das Buch. Domestika, die bieten halt Kurse an. Zwar für Geld, aber sie bieten sie zumindest an und das sind auch gute Kurse. Ich habe zumindest nur gute Erfahrungen gemacht. Ansonsten kann ich auch empfehlen, auf Game Jams zu gehen und bei Workshops mitzumachen und einfach präsent zu sein. Mit Leuten, die auch in der Spielindustrie sind oder in die Spielindustrie gehen möchten, mit denen zu connecten und ja, sich auseinanderzusetzen, Kontakte auszutauschen. Was ich auch noch ganz cool finde, was ich auch super oft nutze, ist Mr. Initial Man. Das ist eine Internetseite, in der man Größen eingibt und dann quasi
diese Größen im Vergleich zu den anderen, also so ausgespuckt bekommt. Also man bekommt dann quasi eine Übersicht davon, wie groß zum Beispiel ein 1,56 Charakter neben einem 1,72 Zentimeter Charakter aussieht. Finde ich auch super. Benutze ich halt auch total oft, um Charaktere zu erstellen und so einen Cast zusammenzusetzen. Ja, und da komme ich auch schon zu meinem Schlusswort. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in meine Arbeit geben und euch auch so ein bisschen inspirieren. An sich, wenn ihr eben in die kreative Branche, sprich Spielebranche in dem Fall jetzt oder Filmbranche, je nachdem, was euch jetzt vorliegt, vorschwebt, einsteigen möchtet, Kontakte knüpfen, ganz wichtig, auf Messen gehen, Workshops, Game Jams und so weiter. Ich war zum Beispiel letztes Jahr bei einem Game Jam in Schweden mit dem Indie School Trip und habe dadurch Leo kennengelernt und Leo hat mich dann zu diesem Event hier eingeladen als Speaker. So kann es dann halt alles gehen, ne? Und meine Chefs beispielsweise habe ich auch in meiner Schule, in der Games Academy damals kennengelernt. Das waren meine Dozenten und die haben mich dann später auch mal angesprochen, ob ich nicht bei denen arbeiten möchte. Und so ist das halt alles so gekommen. Ansonsten seid freundlich und aufgeschlossen, engagiert und motiviert und dann werdet ihr das sicher schon reißen. Ja, das war's. Wenn ihr mir gerne schreiben wollt, meine E-Mail-Adresse ist da, in Twitter ist auch da. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Vivi. Es war ein echt schöner Vortrag. Ich glaube, ich habe noch nie so eine kreative Möglichkeit gesehen, also quasi ein Character-Design zu randomisieren. Also das habe ich tatsächlich so noch nie gesehen. Und was ich noch mal kurz persönlich erstmal fragen muss, hast du das Boa Hancock Art Piece selber gezeichnet? Ja. Soll ich mal zurückgehen? Oder bitte, nee, passt schon, aber da kam gerade so kurz der One-Piece-Fanboy mit durch, da muss ich kurz mal nachhaken. Ja, ich hab tatsächlich auch ein One-Piece-Tattoo und alles, also ich mag One-Piece auch. Ja. Das ist sehr schön, wunderbar. was ich mal als Frage direkt voranschieben wollte, ist, wenn ihr das so randomisiert, müsst ihr das nicht jede Möglichkeit einmal prüfen, ob es da nicht irgendwelche Probleme gibt und wenn du dann, keine Ahnung, 120 verschiedene Assets hast, die alle Kombinationen miteinander geben können, wie prüft, also da wird das dann gar nicht geprüft? Also ne, die Prüfung passiert schon automatisch. Also wir haben das ja schon seit einer Ewigkeit drin, dass die Charaktere prozedural generiert werden und immer zufällig zusammengewürfelt werden. Und dann gab es natürlich dann auch Fehler, dass der Bart zum Beispiel hinter dem Gesicht war, jetzt als grobes Beispiel. Aber wir haben dann auch einen Channel gehabt, wir haben Slack benutzt, um zu kommunizieren, wir hatten da einfach einen Slack-Channel, wo wir Screenshots reingepostet haben, wenn da uns irgendwas aufgefallen ist, wenn jetzt der Bart jetzt hinter dem Gesicht war, hinter der Nase und meinetwegen haben wir das da reingepostet und dann gefixt. Und ich meine, dass jetzt auch alles sauber sein müsste. Also wir haben zumindest kein Feedback dementsprechend mehr bekommen, dass da irgendwie was verrutscht ist oder so. Okay. Dann würde ich auch zur Fragerunde kommen. Wir müssen noch eine interne Frage und dann noch sehr, sehr viele Fragen aus dem Chat. Was war denn so das Videospiel, wenn es eins gibt, das dich zu deinem Berufsweg, so wie er jetzt ist, inspiriert hat? Also tatsächlich, tatsächlich habe ich nicht so ein Videospiel, was mich dermaßen inspiriert hat. Ich glaube, das ist so eine Zusammensetzung aus allem, so ein bisschen. Meine erste wirklich positive Erfahrung oder Erinnerung eher gesagt, war im Kindesalter, als ich Super Mario 64 auf der Nintendo 64 gespielt habe. Das war so das erste Videospiel, was ich jemals gespielt habe und das hat mich schon irgendwo sehr beeinflusst, weil ich das damals schon sehr faszinierend fand. Und ich erinnere mich auch daran, bevor ich jetzt an die Games Academy gegangen war, habe ich zum Beispiel Life is Strange gespielt und ich erinnere mich an den Gedanken, dass ich fand das Spiel grafisch so schön und so, ich weiß nicht, ich wollte das einfach selber machen. Und das hat mich auch inspiriert. Und ja, irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass ich an die Games Academy gekommen bin. Irgendwie war der Wunsch einfach da. Ich habe halt schon immer gerne gezeichnet und mich gerne mit Videospielen auseinandergesetzt. Ich selbst konnte halt nicht sonderlich viel Videospiele spielen, habe daher oftmals Let's Plays gucken müssen. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber es war halt einfach so, weil ich keinen Computer hatte oder sowas. Also das war halt ein bisschen doof alles, aber ja, das hat mich einfach inspiriert. Einfach das Grafische, das zu sehen. Ich fand es einfach toll. Ich wollte es auch machen. Alles klar. Dann komme ich schon zu Fragen im Chat und zwar erstmal von Letscht. Und zwar,
Wie ist denn so die Spielmacher-Szene in Berlin? Cool. Kann ich nicht anders sagen. Also wenn jetzt nicht Corona ist, gibt es auch oft zum Beispiel Talk and Play, wo sich die ganzen Studenten und Indie-Leute treffen und Vorträge anschauen. Also es gibt dann halt auch einfach Leute, die auf die Bühne gehen und dann mal so ihr Spiel zeigen. Und dann sind da halt auch überall Rechner aufgebaut. Man kann die Spiele mal anzocken. Es ist ziemlich cool. Ansonsten sind halt auch hier viele Events allgemein. EGX war hier, Amaze. Man hat halt, also Saftladen allgemein ist halt auch schon eine super Sache, ne? Einfach weil hier so viele Leute sitzen, ist das schon, es sind halt einfach coole Leute, ich kann es gar nicht anders sagen. Also ich habe bisher keine negativen Erfahrungen mit der Branche gemacht. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, so eine sympathische Atmosphäre, vor allem in der Arbeitswelt. Da möchte ich eigentlich auch schon Momichi wissen, was macht für dich denn ein gutes Portfolio aus? Sollte man nur Originalart reinpacken oder ging auch zum Beispiel Fanart? Wie viele Werke sollten so einem Portfolio sein? Also ich denke, generell solltest du in dein Portfolio das packen, was du am besten kannst. Also wenn du jetzt, also Fanart, ja, kannst du, glaube ich, reinpacken. Dein Portfolio sollte aber nicht nur aus Fanart bestehen. Also sollte halt auch schon Original Art haben, eigene Designs. Dann natürlich auch am besten zeigen, wie bist du an diese Designs rangegangen, Step für Step, Designphasen und so weiter. Das alles so ein bisschen dokumentieren und nicht einfach nur das fertige Produkt reinklatschen. Weil indem du halt diese Step-für-Step-Dinger reinhaust in dein Portfolio, weiß dein potenzieller Arbeitgeber dann einfach, wie du allgemein daran gehst, wie du dich damit auseinandersetzt. Und dann hast du im Prinzip einfach bessere Chancen, denke ich. Also sowas möchte ich zumindest sehen. Ich möchte nicht einfach fertige Artworks sehen, sondern ich möchte schon sehen, wie ist die Person daran gegangen, wie hat sich die Person damit auseinandergesetzt. Also den kompletten Konzeptionsweg sozusagen. Genau. Ach so, und was Pieces angeht, also kommt halt drauf an. Also ich finde halt auch, dass du mit der Zeit ältere Pieces, die dir zum Beispiel nicht mehr gefallen, rausschmeißen kannst aus deinem Portfolio, weil du bist ja quasi nur so gut wie dein schlechtestes Piece in dem Sinne. Deswegen, also man sollte es schon immer geupdatet halten. Aber wenn du jetzt 3-4 ausdrucksstarke Pieces hast, dann wird das auch schon ausreichen. Also es kommt halt auch. Also so ein Arbeitgeber, der sieht ja auch, wie alt du bist, ne, im Lebenslauf. Und der kann sich dann natürlich vorstellen, dass du als gerade aus der Schule raus natürlich jetzt nicht das fetteste Portfolio am Start hast. Ne? Ja. Okay, ich hoffe, das hat dann die Frage damit beantwortet. Jetzt so also eine Frage, wo so ein bisschen, ich sag mal, die Kunst oder die Arbeit mit Privaten vermischt. Und zwar, zeigst du deine Charaktere auch Teamkollegen oder Freunden, um zu schauen, wie sie deine Charaktere beschreiben? Du meinst jetzt private eher? Also so aus dem. Genau. Ja, also Kollegen jetzt nicht unbedingt. Ich mache das halt eher so zum Spaß, ne? Ich poste die halt online und bekomme dementsprechend Feedback. Oder zeige die halt auch Freunden online. Und die sagen mir, was sie davon halten. Ja, das ist eigentlich. Also ansonsten gehe ich halt nicht zu Leuten hin und frage sie. Also zum Beispiel zu meinen Kollegen und fragt sie direkt so, hey, wie findest du diesen Charakter oder so? Also das mache ich eigentlich nicht so. Es sei denn, ich arbeite jetzt wirklich an einem Portfolio, dann ist es was anderes, aber ich mache das halt auch eher zum Spaß, ne? Genau, der Spaß ist gerade ein gutes Stichwort. Du machst das ja alles beruflich und Kunst ist aber auch ein Hobby, ein Passion. Wie viel Zeit oder Muße findest du dann noch, das ist jetzt auch noch eine Frage, daheim noch zu zeichnen und künstlerisch aktiv zu sein? Tatsächlich seit Homeoffice recht viel. Also seit ich im Homeoffice bin, zeichne ich auch privat recht viel, einfach weil mir der Weg zur Arbeit zum Beispiel erspart wird. Also ich habe dann daher 2 Stunden mehr am Tag und da kann ich mich dann nochmal hinsetzen und ein bisschen zeichnen. Das ist schon ganz cool. Also es ist ja nicht, dass du dann so eine Art Creative Burnout hast oder so. Ich hatte das mal ganz am Anfang, als ich bei Paint Bucket angefangen habe, dass ich kaum noch was für mich gezeichnet habe. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, seit dem Homeoffice habe ich wieder total den Sprung. Das ist auf jeden Fall positiv, weil ich glaube, das ist so ein Problem, was viele Artists haben, dass sie dann manchmal so eine Kreativblockade haben. Und vor allem, wenn es dann so on demand halt gerade kommen muss, ist dann halt schwierig. Ich kann dazu auch noch was sagen. Ich hatte nämlich
bevor ich bei Paint Bucket angefangen habe, habe ich in einem Biomarkt gearbeitet, und zwar Teilzeit. Und ich habe mir dann halt vorgenommen, dass ich eben die 3 Tage in der Woche dort arbeite und die restlichen Tage arbeite ich an meinem Portfolio. Das war so zumindest der Plan gewesen. Am Ende habe ich aber gar nichts geschafft, weil ich einfach so uninspiriert war und so fertig von der Arbeit. Also ich kann es schon echt gut nachvollziehen, dass da manche Leute auch Probleme haben, sich da mal so aufzurappeln und sich, ja, zu motivieren. Aber ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Das glaube ich. Ich bin zwar jetzt selber kein Artist, aber ich kann das schon auf jeden Fall nachvollziehen. Du hast ja eben gerade schon so deine Lieblings-, sag mal, YouTube-Kanäle angeguckt und die, übrigens diese Art-Challenges, die habe ich selber auch gerne immer geguckt. Mhm. Die fand ich immer sehr sympathisch, wie auch da die Leute das selber interpretiert haben. Aber hast du da jetzt konkret mal selber eine Lieblings-Artist-Community? Neben den von YouTube? Also Community an sich nicht so. Also ich bin halt auf Instagram und folge halt den Artists, die ich sehr inspirierend finde und zu denen ich halt aufschaue. Und das ist quasi so meine Muse. Okay. Ich will mal ganz kurz mal gucken, was haben wir? Genau, wir haben noch 2 Fragen, hätten wir hier noch. Und zwar, ich denke, das ist schon ein bisschen beantwortet, aber können wir nochmal drauf eingehen. Und zwar empfiehlst du 2D-Artists, die gerade ihren Stil finden, eher dickere Outlines oder dünnere, speziell für die Arbeit mit Unity oder anderen Game Engines? Also kommt halt drauf an, wie groß deine Charaktere auch sind oder beziehungsweise was für eine Art von Spiel das ist. Wenn du jetzt ein 3D-Game hast, also beziehungsweise 2,5 Game, also sprich 2,5D, dann macht es schon Sinn, dickere Outline zu verwenden, besonders für die Outline des Charakters an sich. Du kannst innen natürlich dünnere Outlines verwenden, wie es für dich einfach am besten ist. Du musst halt darauf achten, dass das Produkt nicht zu noisy ist am Ende, ne? Aber ansonsten, was dir am besten liegt, so. Und dann probierst du einfach mal aus. Also da so ein bisschen mehr probieren, als drüber nachdenken, ja, und sich zu verkaufen. Ja. Okay, ich hoffe, den Tipp können einige mitnehmen und was draus machen. Und dann haben wir noch eine kurze, knackige Frage zum Ende, und zwar, was ist dein Lieblings-Character-Design? Also, okay, mir hat es vielleicht schon ein bisschen gemerkt, so, ich mag halt die Charakter-Designs von Disney und Pixar ganz gerne. Ansonsten, Anime-Charakter-Designs finde ich halt auch ganz cool. Ich liebe die Charakter-Designs in One Piece. So, und auch My Hero Academia, obwohl ich das ganz am Anfang so ein bisschen weird alles fand, aber inzwischen habe ich es lieben gelernt. Ja, und allgemein, ja, das ist es eigentlich. Das sind so meine Favorites. Okay, das ist auf jeden Fall nice zu hören. Ich werde auch bei, auf jeden Fall, Trafalgar Law bei meinem Lieblingscharakter-Design insgesamt. Also das geht jetzt zu sehr in den Anime-Talk, aber ich glaube, dann werden wir eigentlich durch mit den Fragen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. War sehr nice. Auch für mich so als, ich sag mal, Artmove mal da einen größeren Einblick reinzubekommen. Und ich bedanke mich. Dankeschön.